die ganz kleinen Hierarchien und Regeln des Tages auch noch untereinander zusammenzubringen. Bei uns an der Spitze sind es vielleicht über das Thema, das ist die große Elefanten, die der gerade bekannt unterkommt. Thema ist über 40 Jahre alt, fast gekonnt, ist die größte Schwerte in fast 10 Jahren. Und die ist eben ganz genau zu sprechen. In der Natur sind es immer die Elefantenherde von Futterplatz zu Futterplatz, von Wasserstelle zu Wasserstelle zu. Hier im Zoo hat sie die, oder nicht, der Futter und Wasser gibt es ja nicht mehr. Genau, der nächste Bambus, weil es gelesen hat, möchte ich direkt einmal einzuleiten. Der Käfer kann man ganz klar daran erkennen, dass zwei Hände Sterne auf dem Po, das hängt einfach damit zusammen, weil sie noch in Kurs aus Burma, die wurden in Burma als Arbeitselefant geworden ausgebildet und die Unternehmen zu Kurs, die wurden natürlich Arbeitselefanten mit ganz klaren Kennzeichen und Brandzeichen. Man kennt auch Westernstunden von Cowboys und Team, deswegen war es da auch, hatte einfach die Mutter gedacht, die wollten mit dem Team ausgebildet, Arbeitselefanten und Regenwälder sind mit dem Regenwälder verwechselt und deswegen gab es die Arbeitselefanten als die Gründe. Deswegen kann man Kehrer ihr Leben lang jetzt daran sehr deutlich sprechen. Ja, wir sind jetzt zusammen mit der ganzen Familie in Deutschland. Dieser, das ist wieder am Beckenrand steht und war zum Schutzstellen von Kalt. Dann Santa, das ist hier für den Wasserstuhl und die Äpfel durch. Und ihre Liste von Kataya, das ist das Kalt direkt hinter ihr. Dazu kommen noch ihre Enkel, Akito und Bauer. Ne? Wenn ich das so erzähle, dann merkt man, dass die größte Elefanten her, das ist wirklich eine große Familie. Alle sind miteinander verwandt, alles selbst im Thema. Das ist auch gut so. Und da haben wir als Kinder auch ganz viel Augenmerk auf die. Denn auch in der Natur ist die Elefantenherde ein Familienverband, der natürlich Generation für Generation anwendet. Man hat gleichzeitig, das ist gleichzeitig häufig Mutter, die lebt das zusammen mit Töchtern, Enkeln und so weiter und so fort. Man hat mehr Generationenhaushalt, dass die Familie die ganz verschiedene anfängt. Wir haben eigentlich das ganze System, dass wir dafür dann vielleicht aufteilen können. Und in der Tierfamilie haben wir 4 Familien mehr, deswegen war es eigentlich gerade nicht, denn wir hatten wirklich ganz viele, die haben wir richtig dafür die Kinder gerade integriert haben. Haben wir hier angefangen, hat der nicht geklappt, gerade hat wieder Platz gedrückt, oder zu den Löwen kommen, dann hatten wir das Team dann am Ende nachgehen, dann müssen wir richtig frei, das reicht nicht aus. Hier aus der Vorne ganz gut. Ist die gute Kleine und die Kinder aus der Jahre qualifiziert. Ebenfalls sind es 8 Jahre, 8 Jahre und bei Jürgen, das ist die beste Freunde von Thema, die weiten uns über 20 Jahre, die beste Freunde und in der Elefantenfreundschaft, die helfen auch mal ein Leben lang, und die Elefanten leben, wenn man auch nicht, das können wir mal selbst machen. Ja, warum sieht man ja eigentlich die Elefantenbaden an? Hier halten wir leicht als Jagd die Elefanten, die Namen von Mittelmeer, von Südsee, 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 Wir halten aktuell 11 Asiaten Elefanten, die größte Reihe deutscher Rassen im Raum und der Kontinentalverordnung, die bewegen der Tiefe ungefähr 1,7 Tonnen nur bis den Herd auf Wasser zu ziehen. Der Grundteil davon ist Holz, Grüße und Holz, das ist mehrmals am Tag, 700 Tonnen wieder in Kreis verfügen. Wir verteilen das auf allen Anlagen, alle Winkel, jeder Höhe, jeder Richtung, das ist ein Perfekt, das ist viel, die ganze Zeit hat es endlich. Diese Gedanken mal überlegt, es gibt überall Räume zu verpassen, weil die Gedanken zu lösen, weil das nicht auf die der Familie liegt. Und so ist es, dass die Elefanten halt auch nicht so sehr, sehr effektiv die ganzen Tage zu bekämpfen, denn man darf nicht vergessen, die Elefanten sind sehr schlau, die wollen die ganze Zeit gefördert werden, um zum Beispiel einfach die Köpfe zu verwenden. Die Elefanten glauben nicht so sehr, dass die Gedanken dann werden, dass sie nicht mehr die Erzählern mehrmals bei 700 wieder davon sind. Der Hauptteil davon ist das Zuschnehmen, denn jeder Elefant ist immer noch einmal am Tag der Trainingseinheit, darauf ungefähr 10 bis 20 Minuten, da haben sich viele einmal am Tag der Einzelheiten soll sich nicht fehlen. Wir üben immer dieses Gedanken, einer ist das Thema von Hören, das ist das Frau, das ist der Wandkopf, aber der Hauptpunkt ist die Zuschnehmen. Die Elefanten sind viel schwer, unsere gewöhnliche Natur zu gewinnen, das wird es schaffen, so eine Heimung zu erschießen. Das heißt, dass jeder hier müssen alle die Natur einbringen, die immer mal wieder als Meister und das System ist abgegeben. Deswegen ist es auf dem Boot, überall angepasst zu werden, eine Brücke rauszugeben, die Ort rauszuhalten oder so alles für die Natur zu zeigen. Somit können wir hier den ganzen Jahr Stress abbauen und unser Tierarzt kann auf den Ernstfall über die Möglichkeit ohne eine Tierarzt gehen, deswegen ist das hier immer nicht so schlecht.
Ja, das waren wir schon seit der Bundesregierung, die sich die Reise öffnet, dass wir alle sind, dass wir uns kaufen, die Kinder bezogen, dass wir uns die Kinder kaufen, dabei bei vier, die Kinder nach Feierabend, alles die vier, die drei, eine große Abendverschluss, dass jeder Kind keine Verpackung hat. Das sollte sich meiner Meinung nach alles gewesen sein, wer jetzt noch dran hat, kann ich mir das nicht freuen, wer jetzt nicht auf die Lücke von der Kinder hat, um 15 oder 30, ich bin doch ganz gespannt, dass ich bleibe und bis zum nächsten Mal. Thank you.